Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank an die SPD und CDU-Fraktion, dass Sie heute diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Ich betone das wirklich ausdrücklich. Ich will auch sagen, warum. Ich darf Ihnen mitteilen, dass nicht nur die Blindheitshilfe wichtig ist für diese Menschen. Hermann Schaaf hat eben jemand geschildert, der blind durchs Leben geht. Nein, Sie müssen nicht nur die Blindheitshilfe, Sie müssen auch beschäftigt werden. Insoweit war es am 01.04.2004, habe ich nämlich angefangen, eine Verwaltung zu führen in Saarlouis, dem Landratsamt, für mich eine Selbstverständlichkeit, am gleichen Tag auszuschreiben und eine blinde Frau einzustellen, die heute noch dort arbeitet. Das ist gut, das ist Wertschätzung. Und ich habe dann, als ich im Ministerium meine Arbeit anfangen durfte, gesagt, wir stellen einen Juristen ein, einen jungen blinden Juristen, und ich habe ihn gefragt, wie können Sie das alles machen, wie kommen Sie hierher, wie geht das? Und er hat gesagt, genau wie jeder andere. Ist ein toller Mann, der in meinem Haus arbeitet, ganz jung, ganz dynamisch, und ich würde ihn auf keinen Fall abwerben lassen, da würde ich um diesen jungen Mann auch kämpfen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute für diese 1278 blinde Menschen diesen Gesetzentwurf einbringen. Jeder von uns kennt jemand, der blind ist oder stark sehbehindert. Jeder weiß, wie schwierig das ist, und jeder merkt es erst, wenn er selbst mal nicht gut sieht oder wenn er operiert ist und er nicht weiß, ist die Ampel jetzt rot oder ist sie nicht rot. Und deshalb kämpfen wir in unseren Kommunen ja auch darum, dass wir dieses Ticken hören, dass wir wissen, wir können jetzt die Straße überqueren oder nicht. Um zurückzukommen in aller Kürze auf diesen Antrag, derartige Leistungen werden von allen Bundesländern ebenso gezahlt, unterschiedlich. Die Bandbreite reicht von monatlich 300 Euro in Schleswig-Holstein bis zu monatlich 658 Euro in Hessen. Und aus dem Grund will ich gar nicht mehr an den Tag zurückdenken, als wir in der Tat vor 15 Jahren hier, ich war nämlich hier an der Stelle, und habe es leider mitentscheiden müssen. Vor 15 Jahren wurden wir nicht gezwungen, dass wir diese Menschen nicht mehr begleiten wollen, sondern die Haushaltsnotlage hatte uns damals dazu gezwungen. Und deshalb, meine lieben Kolleginnen und Kollegen der SPD und CDU-Fraktion, danke für diesen Antrag, den ich sehr gerne positiv begleite, im Sinne aller hier draußen, die uns zuhören und die unter einer starken Sehbehinderung oder Blindheit leiden. Vielen Dank.